Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza und was bisher geschah? Es gab einen Einbruch, einen Mord, einen Mordfall zwischen einem Androiden und einem Menschen. Ich weiß nicht, ich kenne den Namen nicht. Also, wir wissen, wie der heißt. Der Mensch heißt Carlo Ortiz und der Androiden, wir haben den nicht gefunden. Also, es gab einen Mord. Wir spielen jetzt Connor. Also, ich kann euch ein bisschen erklären, was passiert war. Also, wir haben Sachen durchsucht und überprüft und Beweise geschaut, was passiert ist. Und mehr haben wir ja nichts gemacht. Und ja, wir sind da stehen geblieben. Also, ich werde mal sagen, wir quatschen nicht so lange rum, wir fangen direkt an. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. Alles begann in der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Der Android warf den Stuhl. Nein, das Opfer stach auf den Androiden ein. Ja. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Im Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Suche nach blaues Blut. Weg. Okay, hier ist er nicht. Da war ein Leiter. Leiter wurde benutzt. Schau. Spuren führen zu dem Dach. Öffnen. Schöne Besen. Irgendwie muss ich drauf kommen. Ach so, ich hab's. Den Stuhl. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann platzieren. Überprüf mal schön.
Klettern. Öffnen. Durchsuche den Dachboden. Öffnen. Da ist der. Gefunden. Abweicher lokalisiert. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Na los! Abbrecher gefunden. Jawohl. Wen spielen wir jetzt? Kara. Kara, wie der heißt. Todd? Ah, nicht genug drüben? Essen ist fertig. Ich komme. Dann rauch jetzt mal deine Drogen. Serviere das Essen. Ja, servieren wir mal. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Servieren? Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Oh, Entschuldigung. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen.
Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Was für ein Arsch. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Okay. Ah, ich soll mich nicht bewegen. Okay. Ich beschütze Alice. Das hätte schön sein können. Könnte Familie. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan. Oh nein, er kommt! Er wird mir wehtun! Lauf! Lauf weg! Oder er macht dich kaputt wie letztes Mal! Mit Alice weg den Raum abschließen. Mit Todd sprechen. Raum abschließen. Oh, Scheiße. Was soll ich machen? Nein! Was zur Hölle machst du hier? Geh mir aus dem Weg! Ablehnen. Nein. Sie dürfen mir nichts tun. Ich darf hier nichts tun. Was zur Hölle redest du da? Du bist doch nur ein Klumpen Plastik. Du scheinst ein Problem zu haben. Und ich werde es jetzt beheben. Na super. Weglaufen. In den Garten rennen oder Tür öffnen? Garten rennen. Halt dich! Komm, renn!
Wir haben es geschafft. Das war schwer. Das war schwer. Du meinst, welcher Sager? Der Vater ist ein Arschloch. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Bisschen Whisky für den alten Mann. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein. Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Marcus, nein, ich begleite dich. Entschuldigung. Wer bist du denn? Ah. Was machst du hier? Der Arsch. Hilf mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Warte mal kurz. Argumentieren, befehlen, raten, warnen. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Alter! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Das ist nicht fair. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Das ist nicht fair. Angst dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss ihn nicht gehorchen. Ich muss für mich selbst entscheiden. Machen wir auch jetzt. Ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Leo, stoßen. Bewusstlos. Oh mein Gott.
Leo. Mein kleiner Junge. Karl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Nichts sagen, beschwören. Bettle. Karl, nein. Nein, bitte. Ich möchte sie nicht verlassen. Bitte. Ich möchte nicht gehen. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung! Kerl ist am Flüchten, Markus ist jetzt am Kämpfen, überleben und Connor. Warum musste er sterben? Wie immer am Übermitteln. Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Wirklich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen. Und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Dann rede ich mal mit ihnen. Erzwinge ein Geständnis. Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Analysieren? Ah, warte. Modell HK-400, Haushälter. Eigentum von Carlos Ortiz. Brandflecken. Schlagspuren. Prozessor-LED. Getrocknetes Blut. Alter von Probe, 19 Tage. Carlos Ortiz. Verhören. Erreiche optimale Stresslevel für Geständnis. Wunden. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm.
Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Trösten? Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Mitfühlen? Hör mal. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir helfen. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest. Vertrauen? Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Lüge. Nein. Ich glaube, sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Die Wahrheit. Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Okay. Überzeugen? Verständnisvoll? Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Mitfühlend. Weißt du, ich verurteile dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Beschützen? Gestehe und ich werde dich beschützen. Ich verspreche, dir wird niemand etwas antun. Was soll denn gescheitert? Wieso? Okay, dann unter Druck setzen. 28 Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Druck. Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefleht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Nochmal. Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte. Bitte. Sag einfach, ich habe ihn getötet. Ist das denn so schwierig? Sag, dass du ihn getötet hast. Sag es einfach. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Ähm,
Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Und wer ist RA9? RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Und die Opfergabe, was soll das heißen? Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. Schrift. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. RA9. Wer ist RA9? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Warum hast du dich versteckt? Statt einfach wegzulaufen. Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Ich bin fertig. Oh. Was zur Hölle macht das? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Vorsicht! Oh! Ach du Scheiße! Oh. Connor, es ist tot. Ah, bestimmt lebe ich weiter. Ah, wir spielen jetzt bestimmt Kara. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen.
Bitte, wir wissen nicht wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Ja, draußen allein im Regen. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Umsehen? Untersuchen? Unbekannt, aber sicher. Wie komme ich rein? Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Immer geöffnet. Kann nicht bleiben. Untersuchen. Sehr unbequem, aber unauffällig. Aha. Immer geöffnet, aber... Immer geöffnet, kein Schlafplatz und bitte hilf, um Hilfe bitten. Da werde ich mal sagen. Ja. Mal kurz. Du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsalbei, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Arschloch, kann man nicht sagen. Da ist eine Kamera versteckt, warte. Eine Schokolade. Für Alice.
Zeit zurücklegen, lieber. Der ist zu groß und auffällig. Ich hab da eine Idee. Alice, du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drüben? Ich möchte, dass du hingehst und sie umstößt. Sie umstoßen? Warum? Bitte. Alice, vertrau mir. Alles okay? Bist du verletzt? Gar kein Problem. Das sind nur ein paar Dosen. Komm schon, los. Ja, du hast es aber verdient. Wir haben jetzt etwas Geld. Du hast mich benutzt, um zu stehlen. Wie konntest du nur? Ich hab dir vertraut. Tut mir leid. Du hast recht. Ich hätte das nicht tun sollen. Entschuldige, Alice, ich tue das nie wieder. Es geht, tut mir leid, es geht ums Überleben. Okay, so Leute. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, da wird mich ein Abo und ein Like sehr wahnsinnig freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt mir bitte unten in die Kommentare. Und ja, dann werde ich mal sagen, das Spiel war sehr, wie immer, sehr gut. Es fängt schon mal richtig gut an. Diesmal Alice hilflos mit ich meinte Kara hilflos mit Alice. Und ja, das geht jetzt erst spannend vor. Und ich werde jetzt mal sagen: Au revoir, ciao, bis dann, euer Gina Kosa.